Wir lieben unsere Katzen über alles. Deshalb möchten wir, dass sie ein langes, gesundes und glückliches Leben an unserer Seite führen. Wir tun alles dafür, was unserer Meinung nach richtig und wichtig ist und scheuen gewissermaßen weder Mühe noch Kosten. Doch was, wenn es auch Dinge gibt, die genau das Gegenteil bewirken können? Welche deiner Entscheidungen und Handlungen dazu führen, dass deine Katze nicht alt werden wird, erfährst du im folgenden Video. Nummer 1. Freigang. Zunächst ist Freigang für jede Katze etwas Gutes und in der Tat gibt es fast nichts Besseres für deine Samtpfote. Nicht nur bekommt sie dadurch ausreichend Bewegung, sie ist außerdem an der für sie so wichtigen frischen Luft unterwegs, kann draußen jagen und neue Dinge entdecken. Der Haken am Freigang ist aber, dass es sich hierbei gleichzeitig um den gefährlichsten Zeitvertreib handeln kann, dem deine Katze täglich frönt. Denn vor der sicheren Haustür lauern einige Gefahren, wie zum Beispiel Autos, Giftköder, Düngemittel, Katzenhasser oder auch Katzenkidnapper. Ebenfalls nicht unterschätzt werden sollten andere größere Tiere sowie Parasiten und Krankheiten. Auch diese können den Freigang zu einem riskanten und lebensverkürzenden Faktor machen. Nummer 2. Impfungen. Wo wir schon bei Parasiten und Krankheitserregern sind, draußen können unter anderem Viren lauern, die nicht zwangsläufig nur ein bestimmtes Tier betreffen. Dazu zählt unter anderem das Parvovirus, das sowohl für Katzen als auch Hunde lebensgefährlich sein kann. Bei Katzen löst es den gefürchteten Katzenschnupfen aus. Gegen diesen kannst du deine Katze impfen lassen. Eine Auffrischung ist neuesten medizinischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge nur noch alle 3 bis 5 Jahre notwendig. Schutzimpfungen, zu denen auch die Impfungen gegen Katzenseuche und feline Leukämie gehören, können nicht nur bei Freigängern Sinn machen. Auch Wohnungskatzen können Krankheiten bekommen, die in euer Zuhause eingeschleppt wurden. Beachte aber gleichzeitig, dass eine Impfung gegen feline Leukämie nur dann sinnvoll ist, wenn deine Katze darauf negativ getestet wurde. Behalte ebenfalls im Hinterkopf, dass alle Impfungen mit ihren eigenen Risiken verbunden sind. Beispielsweise können sich an den Einstichstellen schlimmstenfalls Tumore bilden, also langfristig ein Gesundheitsrisiko darstellen. Auch starke Immunreaktionen und Unverträglichkeiten sind möglich. Kläre deshalb auf jeden Fall mit deinem Tierarzt ab, welche Impfungen in welchen Abständen wirklich notwendig sind, bevor du einfach wahllos alles verabreichen lässt, was injizierbar ist. Nummer 3. Spot-on-Mittel. Bleiben wir noch ein wenig im präventiven Bereich. Neben Viren können draußen und leider auch auf dir Parasiten lauern. Zecken und Flöhe sind dabei die Klassiker und diese wiederum können weitere Parasiten und Erreger mitbringen, die zu gesundheitlichen Problemen führen können. Was also tun, um die sogenannten Sekundärinfektionen wortwörtlich im Keim zu ersticken? Hier können sogenannte Spot-ons helfen. So effektiv diese sein mögen, sie sind alles andere als ungefährlich. Denn es handelt sich um regelrechte chemische Keulen, die gesundheitliche Risiken und Nebenwirkungen für deine Katze bedeuten können, wenn diese von der Haut absorbiert oder über die Zunge beim Abschlecken des Fells aufgenommen werden. Falls du mit diesen Chemiebomben nicht einverstanden bist, können einige Naturmittel ebenfalls gegen lästige Krabbeltierchen helfen. Lass dich am besten im Vorfeld umfassend von deinem Tierheilpraktiker oder Tierarzt zu natürlichen und sanften Alternativmöglichkeiten beraten. Nummer 4. Minderwertiges Futter. Das Futter ist immer noch einer der größten und wichtigsten Faktoren für ein gesundes und langes Katzenleben. Die Nahrung ist einfach das A und O, wenn es darum geht, dass deine Mieze rundum gesund und munter ist. Falsches, minderwertiges Futter, das beispielsweise Getreide, Zucker, künstliche Aromen, Zusatz- und Konservierungsstoffe enthält, schadet deiner Katze. Insbesondere der Verdauungstrakt wird davon stark in Mitleidenschaft gezogen. Und dieser wiederum ist mitverantwortlich für ein starkes Immunsystem. Ist der Magen-Darm-Trakt gereizt, fühlt sich deine Katze auf kurz oder lang alles andere als wohl. Folgen können unter anderem Allergien und Unverträglichkeiten sein, die wiederum Erkrankungen und Organschäden begünstigen. Auch die Entstehung von Krebs kann durch die falsche Fütterung gefördert werden. Achte also unbedingt auf eine artgerechte Ernährung mit hochwertigem Futter, das auf die individuellen Bedürfnisse deiner Katze abgestimmt ist.
Eine gute Möglichkeit dafür sind wertige Nassfuttermittel mit hohem Fleischanteil, die frei von jeglichen künstlichen und ungesunden Stoffen sind. Alternativ kannst du mit deinem Tierarzt oder einem speziellen Tierernährungsberater auch das Barfen besprechen, das dem natürlichen Fressverhalten deiner Katze am nächsten kommt. Bitte starte diese Art der Fütterung allerdings nicht in Eigenregie, denn sonst kann es schnell passieren, dass deine Katze die falschen oder zu wenige Nährstoffe aufnimmt und dann unter Mangelerscheinungen leidet. Nummer 5. Crash-Diät. Katzen können kleine Staubsauger sein. Wenn sie sich dazu nicht ausreichend bewegen, sind das Ergebnis leider schnell unschöne und vor allem ungesunde Fettpölsterchen und ein nicht mehr ganz so dezenter Hängebauch. Diese Zusatzkilos stellen natürlich ein nicht zu unterschätzendes Gesundheitsrisiko dar. Eine dicke Katze, nennen wir das Kind einfach mal beim Namen, kann unter Gelenkproblemen leiden und auch die inneren Organe können in Mitleidenschaft gezogen werden. Wusstest du, dass ein kätzischer Moppel so 2 Jahre seines Lebens verlieren kann? Glücklicherweise gibt es für dieses Problem Lösungen, wie beispielsweise spezielles Futter und natürlich Katzensport. Was dagegen keine Lösung ist und das Problem sogar noch verschlimmert, ist eine Crash-Diät. Wenn du deiner Katze einfach von jetzt auf gleich die Nahrung komplett entziehst, kann das schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Stimme dich vor dem Abspecken deiner Katze also unbedingt mit deinem Tierarzt, Tierheilpraktiker oder Ernährungsberater ab. Nach und nach wird die vielleicht bisher ohnehin zu hohe Futtermenge dann reduziert, bis deine Mieze ein gesundes Gewicht erreicht hat. Der Einsatz einer Futterwaage ist dafür ratsam. Nummer 6. Vernachlässigung. Katzen brauchen nicht nur das richtige Futter, um gesund und glücklich zu sein. Sie benötigen darüber hinaus auch Beschäftigung und Zuneigung. Körperliche Nähe und Zuwendung sind für sie ebenso wichtig wie für uns Menschen. Natürlich gibt es immer mal wieder Tage, an denen du zu erschöpft bist, um mit deiner Mieze durch die Wohnung zu toben. Für Streicheleinheiten sollte aber in jedem Fall immer genug Zeit sein, denn diese sind nicht nur für deine Katze wichtig, sie helfen auch dir, dich zu entspannen. Katzen, die nicht in den Genuss menschlicher Liebesbekundungen kommen, vereinsamen, fühlen sich vernachlässigt und ungeliebt. Das wiederum kann nicht nur zu Stress führen, sondern auch zu ernsthaften Krankheiten. Und dass diese letztlich einen negativen Einfluss auf die Lebenserwartung deiner Katze haben können, erklärt sich von selbst. Nummer 7. Ignorieren von Krankheitsanzeichen. Wir gehen davon aus, dass du nicht zu den Personen gehörst, die in solch grob fahrlässiger Weise handeln würden. Katzen sind zwar robuste Wesen, können aber dennoch erkranken. Das muss nicht immer gleich ein Notfall sein, aber dennoch ist auch in harmlosen Fällen ein Besuch beim Tierarzt sinnvoll. Das gilt umso mehr dann, wenn deine Katze tatsächlich ernsthaft krank ist und zum Beispiel Atemprobleme hat. Diese können die unterschiedlichsten Auslöser haben, darunter Erkrankungen der Atemwege, Herzerkrankungen und Vergiftungen. In einem solchen Fall kann jede Sekunde zählen. Und auch wenn du keine Lust oder eigentlich gerade keine Zeit dafür hast, ins Auto zu steigen und zum Tierarzt zu fahren, ist diese Fahrt ein Muss. Nummer 8. Ungeeignete Mitbewohner. Stell dir mal vor, du wohnst mit jemandem zusammen, der es nicht so mit Katzen hat. Dabei kann es sich um einen zweibeinigen Mitbewohner ebenso handeln wie um einen vierbeinigen. Im Endergebnis ergibt sich ein ähnliches Bild. Deine Katze ist hier einem unnötigen Risiko ausgesetzt. Entweder durch offensichtliche Antipathie, die zu großem Stress bei deiner Mieze führen kann, oder aber durch ein instinktgesteuertes Jagdverhalten. Wohl keiner von uns würde seiner Samtpfote absichtlich dauerhaft einen solchen Lebensraum zumuten. Denn das kann ebenfalls unweigerlich dazu führen, dass sich ihre Lebenserwartung drastisch verkürzt. Nummer 9. Rauchen. Rauchen ist ungesund, das weiß wohl jeder. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass jeder Raucher dieses Laster so einfach aufgeben kann. Gehörst du zu den Liebhabern des Glimmstängels, solltest du diesem vorzugsweise vor der Tür frönen. Und damit weit genug von deiner Katze entfernt. Studien haben mittlerweile ergeben, dass Passivrauchen auch für Katzen ein hohes Krebsrisiko bedeutet. Das heißt, dass bereits das Einatmen des Zigarettenqualms ernsthafte gesundheitliche Folgen haben kann. Auch Atemwegserkrankungen wie Asthma können bei deiner Katze durch das unfreiwillige Inhalieren des Rauches hervorgerufen werden. Nummer 10. Giftige Pflanzen. Dass Katzen auf alles abfahren, was grün ist und nach Pflanze aussieht, ist kein Geheimnis.
An Zimmerpflanzen ist in der Regel auch nichts auszusetzen. Schließlich können diese auch zu einer verbesserten Luftqualität und damit einem gesunden Raumklima beitragen. Das muss sich aber leider nicht zwangsläufig auch auf die Katzengesundheit positiv auswirken. Denn tatsächlich sind viele Grünpflanzen, die wir schön und für ungefährlich halten, alles andere als das. Schön ja, ungefährlich nein. Zu den Giftpflanzen für Katzen zählen dabei unter anderem Efeu und Aloe Vera. Aber auch einige grüne Gemüsesorten können sehr gefährlich sein, darunter unter anderem die Avocado. Nummer 11. Schokolade. Diese für uns so verlockende Schlemmerei steht hoffentlich niemals auf dem Speiseplan deiner Mieze. Auch nicht als besonders gut gemeinte Belohnung. Denn bereits kleine Mengen reichen aus, um das Leben einer Katze von jetzt auf gleich zu verkürzen bzw. zu beenden. Das in der Schokolade enthaltene Theobromin ist für Katzen lebensgefährlich, weshalb Schokolade und auch andere Genussmittel wie Kaffee und Alkohol tunlichst außerhalb der Reichweite deiner Katze aufbewahrt werden sollte. Du hast Angst, dass deine Katze einsam sein könnte? Dann klicke auf das linke Bild, um in unserem Video herauszufinden, wie dir deine Katze zeigt, dass sie sich wirklich einsam fühlt. Oder interessiert es dich, welche Dinge wir als Katzenhalter gerne vergessen, wenn es um unsere Miezen geht? Dann klicke auf das rechte Bild und wir helfen dir mit unserem Video auf die Sprünge.